So, herzlich willkommen zurück und ja, willkommen nochmal zum Moving Average System, beziehungsweise wie man es vielleicht auch besser kennt, das habt ihr vielleicht schon eher mal gehört, der Tiefpassfilter. Und ja, der Tiefpassfilter ist, wie der Name schon sagt, ein wunderschöner Filter, den man relativ häufig verwendet. So, wir nehmen jetzt einfach mal an wieder mal diese Funktion hier, das sind einfach zwei verschiedene. Kurven, das haben wir ja letztes Mal auch mathematisch aufgeschlüsselt, dass die einfach verschiedene Frequenzen haben. Und diese hohe Frequenz hier, dieses hin und her die ganze Zeit, das ist etwas, nehmen wir jetzt einfach mal an, dass wir nicht mehr hören können, weil es einfach eine zu hohe Frequenz hat. Nehmen wir hier einfach mal an, das Ding hat 30.000 Hertz, okay. Und damit können wir es nicht mehr hören. Dementsprechend müssen wir es aber auch nicht mehr in unsere Daten aufnehmen. Das kann getrost rausfliegen. So, dann sehen die Daten A. cleaner aus und B. Wir sparen einen ganzen, ganzen Haufen Speicherplatz. Okay. Und ja, jetzt wollen wir natürlich hier das Ganze mit einem Tiefpassfilter rausfiltern sozusagen. Das heißt, wir wollen alle Frequenzen behalten, die unter diesem gewissen Filter sind. Also unter, sagen wir mal, 20.000 Hertz sind. Die wollen wir behalten. Aber alles, was drüber ist, wollen wir rausschmeißen. Und deswegen ist es ein Tiefpassfilter. Wir filtern sozusagen alles raus, was drüber liegt. Also das ist danach einfach weg. So, und dementsprechend entsteht diese gelbe Kurve zumindest ansatzweise. Es tut mir leid, dass ich hier nicht so perfekt getroffen habe. Ähm, aber ja, wir haben hier dann eine Kurve, die wirklich hier entlang geht. Und einfach genau die ursprüngliche Frequenz, die hier auch noch drin ist, die bleibt übrig. Und diese hohe Frequenz hier, also dieses ständige Zickzack hin und her, das filtert man einfach raus. Das ist danach weg. So. Und jetzt habe ich letztes Mal schon gesagt, man kann dazu einen Moving Average verwenden. Und dieser Moving Average, der sieht mathematisch so aus. Das ist erstmal ein bisschen erschlagend, aber wenn man sich das anguckt, dann ist das eigentlich relativ simpel. Wir nehmen jetzt einfach mal diesen wunderschönen Punkt hier. Das heißt, dieser Punkt ist der Punkt, den wir jetzt berechnen wollen. Okay? Und ähm, wir werden hier ungefähr hier rauskommen. Das ist dann unser y von t, circa, beziehungsweise hier irgendwo werden wir rauskommen eigentlich. Um, und ja, wir berechnen jetzt einfach mal hier, dass da oben, also dieser Punkt, wir, wir haben ja normalerweise diese grauen Punkte, das ist unser Punkt, den wir als Ausgang nehmen sozusagen, das ist unser, unser T, okay? So, und was wir jetzt machen ist folgendes. Wir nehmen uns den Downsampling-Faktor, also zum Beispiel Faktor 3 einfach mal. Wir können aber so viele Faktoren oder so, so lange gehen, wie wir wollen, wenn, wenn das nötig ist. Aber ich würde euch empfehlen, nicht so hoch zu gehen mit dem M. Das werde ich euch gleich zeigen, warum. So, also, wir nehmen jetzt einfach mal hier die drei wieder an, die wir auch im letzten Video hatten. Was dann passiert ist folgendes. Wir nehmen A0 mal U von T. Das steht hier. Also A0 mal U von T. So, U von T ist jetzt quasi das ursprüngliche Signal, deswegen U. An der Stelle T, also hier, nicht irgendwie hier drüben, sondern jetzt hier. Und zwar mal A0. So, wenn wir das Ganze jetzt fair aufteilen, dann sagen wir hier einfach, wenn wir ein M von 3 haben, sagen wir einfach ein Drittel dazu. Wir nehmen jedes Mal als A0, A1, A2 nehmen wir ein Drittel. Okay, das heißt, hier steht A, A, A0, also ein Drittel. Also ein Drittel mal dieser Punkt hier. Plus ein Drittel mal der Punkt davor, weil wir haben ja hier quasi eine Zeitreihe. Das heißt, wir gehen einfach 1 davor. Das ist dieses t minus 1 und das wäre dann dieser Punkt hier mal auch wieder ein Drittel und das addieren wir zusammen. So und das machen wir jetzt noch mal mit dem Punkt davor und dann haben wir nämlich schon m gleich 3, also oder im Endeffekt m gleich 2, weil wir, ähm, weil wir Faktor 3 haben. Das heißt, wir gehen quasi drei Schritte insgesamt durch, also das ist quasi unser erster Schritt, das ist unser zweiter Schritt und das ist unser dritter Schritt. Da gibt es verschiedene rangehensweisen. Wir können natürlich auch ähm, wirklich minus 3 machen, also wir gehen noch eins weiter. Das bleibt dann jeweils der Implementierung überlassen. Da ist es, es macht jetzt auch nicht wirklich einen riesigen Unterschied. So, das heißt, ein Drittel mal der Punkt, ein Drittel mal der Punkt, ein Drittel mal der Punkt und von mir aus auch noch dann der Punkt, dann, da müsst ihr halt ein Viertel rechnen. Völlig egal. Wir nehmen jetzt ein Drittel mal das hier, ein Drittel mal das hier und ein Drittel mal das hier und addieren die alle aufeinander. Und dann bekommen wir den neuen Punkt. Und der ist dann ungefähr hier. So, und dementsprechend haben wir unser neues Y von t. Das heißt das getiefpassfilterte filterte Signal. Ja. Das ist unser neues Y und das ist genau an dieser Stelle hier. Okay, so, jetzt können wir das Ganze natürlich auch einfach noch für jeden anderen Punkt machen. Das heißt, wir nehmen jetzt zum Beispiel diesen Punkt neben hier. Plus das da, plus das da. Da haben wir dann auch Tiefpassfilter sozusagen, wenn wir die drei Punkte drauf addieren und dann einfach den Durchschnitt über die errechnen. Und das machen wir dann eigentlich mit jedem Punkt. Das heißt für den hier, diese drei Punkte und so weiter und so fort, bis wir fertig sind. Ja, und was dann rauskommt, ist im Endeffekt wirklich ein Durchschnittssignal. Das sehen wir dann eben hier mit dieser wunderschönen Kurve. So, Problem ist jetzt allerdings, wie gesagt, wenn das M zu hoch gewählt wird. Denn wenn ich jetzt mein M wirklich sehr hoch wähle, sagen wir mal hier 50, dann habe ich hier diesen Punkt, dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 3 und so weiter und so fort. Das heißt, ich rechne den Durchschnitt über von mir aus all diese Punkte aus. Also nehmen wir jetzt einfach mal an, wir rechnen den Durchschnitt, und jetzt nehme ich mal meinen Stift dazu, damit ihr das auch schön sehen könnt. Wir rechnen den Durchschnitt. Von hier bis hier einfach über alle Punkte. Sondern wenn wir den Durchschnitt über all diese Punkte errechnen, für diesen Punkt hier oben, also für quasi einen neuen Punkt, dann werden wir natürlich, weil wir hier quasi von der tiefsten Amplitude bis zur höchsten Amplitude gehen, von der ursprünglichen Welle, dann werden wir ungefähr hierbei rauskommen. ja Und das machen wir jetzt für alle Punkte. Das heißt, danach gehen wir hier entlang. So ungefähr. Das heißt, wir kommen hier auch wieder bei diesem Punkt raus und dann kommen wir bei diesem Punkt raus. Und was wir dann im Endeffekt bekommen, ist eine Linie, die äh, relativ direkt auf der Null liegen würde. So, und das würde bedeuten, naja, unser Downsampling-Faktor war halt einfach zu hoch. Und zwar war er so hoch, dass wir nicht nur dieses Zickzack hier rausgerechnet haben, das wir ursprünglich drin hatten, also das hier sondern wir haben halt auch noch leider diese Frequenz hier rausgefiltert. Das heißt, wir haben einfach zu viel gefiltert. Wir haben quasi unsere ursprüngliche Frequenz, die wir behalten wollen, haben wir rausgefiltert. Und natürlich geht das. Wir können den Tiefpassfilter dort anlegen, wo wir wollen, aber wenn wir es halt zu stark machen, dann filtern wir halt einfach alles raus. Ähm, und ja, das ist tatsächlich eine Möglichkeit, das zu tun. Man kann natürlich alles rausfiltern, aber in den meisten Fällen möchte man das natürlich nicht. Jo. Und das ist eigentlich auch schon, wie Tiefpassfilter funktionieren, auf was ihr achten müsst. Gut, das war's von meiner Seite. Nächstes Mal schauen wir uns das Tiefpassfiltersystem bzw. generell, wie sich solche Wellen überlagern in nord hier an. Und ja, wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.